So, was können wir noch alles machen? Also, neues Bett wird gebaut. Wir könnten noch mehr Spinde bauen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viel Platz wir brauchen für die Betten. Also da und da muss Platz sein. Also eventuell könnten wir dann noch hier in die Richtung Spinde bauen und da, die so Rücken an Rücken sind, hier die Wand runter. Und sonst noch da an die Wand. Allgemein würde ich auch mal ganz gucken, ob das mit den Auszubildenden funktioniert. Wir hatten ja eingestellt, dass wir hier einen von haben und gerne drei von hätten. Ich wollte aber nur testen, ob wir die so bekommen. Aber anscheinend bekommen wir die nur, wenn wir die entsprechenden Räume dafür haben. Sie benötigen einen Schulschreibtisch und einen Kammerdiener. Oder einen besseren Servicebediensteten auf der Insel, um weitere Kammerdiener auszubilden. Okay, das bauen wir doch gleich mal. Und so ein Schulraum dürfte auch ziemlich unverdächtig sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Das heißt, wir können ihn hier hinbauen mit einer Tür nach da. Denn ich denke, wir werden später ganz schöne Platzprobleme bekommen. Aufenthaltsraum, nein. Kontrollraum, nein. Ausbildungsraum. So. Ja, und da ist schon wieder so ein doofes Knubbelding. Die mag ich gar nicht. So. Wir hätten denn noch gerne Gegenstände. Und zwar auf jeden Fall schon mal eine Tür. Ja, Tür sollten wir mal haben. Trainingsanzug, nö. Laborschreibtisch. ETF. Schulschreibtisch. Wir hätten gerne einen Schulschreibtisch. Ein Mäuselabyrinth? Was ist das alles und wie groß ist das? Oh, es ist klein. Es ist echt nur für eine Maus. Ich dachte, das wäre eine Metapher. Aber na gut. Bauen wir erstmal zwei Schulschreibtische. Labor, Arbeitstisch, das braucht schon ein bisschen mehr Platz. Und ein Trainingssandsack. Achtung, Eindringling. Ja, das Spiel geht immer weiter, Georgon. Daran musst du denken. Was haben wir denn hier? Ermittler, Ermittler. Ein Einbrecher. Das sind die, die auch Bomben legen können, richtig? Du? Jawohl, warten wir mal kurz, was passiert. Also eigentlich hätten die Ermittler ja zu der Dreierpunkttür gehen sollen. Haben sie aber gekonnt ignoriert. Vielleicht, weil da ein Leichensack aus der Tür raushängt. Ja. Die schlafen alle. Wie schaut es bei den Computern aus? Die Computer sind alle besetzt. Wir haben niemanden draußen am Rumlaufen. Das heißt, wir können mal ganz kurz... Zack. Wir können mal ganz kurz hier den Raum ausschalten. So. Obwohl, müssen wir gar nicht. Wenn wir jetzt nämlich auf Rot stehen... müssten die alle von ihren Plätzen aufstehen. Genau. Und dann schnappen die sich auch die Waffen und alles ist gut. Die verprügeln die Leute, sehr schön. Und Kane kümmert sich um den. So. Das war's auch schon. Grün. Und du sollst bitte gebaut werden. So, was brauchen die hier für Leute? Sie brauchen einen Laborarbeitstisch. Ah, na also. Dafür ist er da. Also hätten wir noch gerne einen Gegenstand, und zwar einen Laborschreibtisch. Der kommt dann einfach mal... Hehehe. Ja, er kommt da hin. Ich hoffe mal, wir werden nicht so viele auf einmal ausbilden müssen später. Aber das müssen wir dann gucken. Also das wird da gebaut, das wird da gebaut. Was mich echt irritiert ist, dass die Tür nicht so benutzt wird. Also schalte ich die Tür mal auf einen Punkt und die Tür auch auf einen Punkt. Das heißt, die Ermittler, wenn sie reinkommen, haben die Wahl zwischen zwei Ein-Punkt-Türen und einer Drei-Punkt-Tür. Und wenn sie dann die Drei-Punkt-Tür nicht nehmen, dann weiß ich auch nicht mehr. Hier ist keine Tür, hier wollten wir das irgendwie einreißen, richtig? Ja, wir wissen nur nicht wie. Also wir können es abreißen. Sind Sie sicher, dass Sie den ganzen Raum mitsamt den Inhalt zerstören wollen? Nein, ich will nur einen kleinen Teil des Raumes. Guck mal, ob ich das so irgendwie machen kann. Ich gehe mal auf Korridor und mache hier mal rechte Maustaste. Ne, ich kann nur was auswählen. Diesen Raum abbrechen. Ich probiere mal was aus. Ich mache einfach jetzt hier einen Korridor rein. Oder wir können es hier probieren. Nee. Ich will nicht die Fallen aus Versehen abreißen.
Okay, anders. Wir machen einen Tresorraum, der ein Feld groß ist. Okay, zwei Felder, damit wir es testen können. So. Raumkorridor ist zu schmal. Okay, so. Raumkorridor ist zu schmal. Okay, hier muss mindestens 2x2 sein. $1,600 für die Wissenschaft. Den bauen wir jetzt auf. Und sobald er aufgebaut ist, reißen wir ihn ab. Und dann gucken wir, ob wirklich der ganze Raum verschwindet oder ob wir dann eine neue Option bekommen, ob wir irgendwie verkleinern wollen. Auch wann dann die Frage irreführend gewesen wäre. Und das sind echt irre viele Leichensäcke hier. Können wir dich noch bewegen? Ja, geh mal bitte dahin. Und wir sollten vielleicht noch einen davon holen. Kaufen Gegenstand Gefrierregal. So. Da wird noch gesprengt, sehr schön. Also wäre echt schick, wenn wir das hier zumauern könnten. Dann müssen die Ermittler quasi an dieser Tür vorbeigehen. Und das müsste dann eine zu große Versuchung sein für sie. So, da wird alles reintransportiert, sehr gut. Kane inspiziert das Ganze. Wo ist der Sprengmeister für die Minikammer da? Ja, um das Sprengzeug zu holen, müssen die jetzt hier runterlaufen, in die Kammer. Achtung, Geldknappheit. Ja, danke. Okay, wir sollten die Jungs losschicken. Wo schicken wir sie mal hin? Die Computer sind anscheinend alle nicht besetzt. Ich habe nämlich überall Fragezeichen stehen. Handlanger sind ihre mächtigste Waffe im Kampf um die Weltherrschaft. Neben ihren normalen Angriffswerten verfügt jeder Handlanger über drei spezielle Fähigkeiten. Die Fähigkeit Bedienstete sammeln, mit der alle Bediensteten im Umkreis zusammengetrommelt werden, haben sie von Anfang an. Die zwei außergewöhnlichen Fähigkeiten, die jeder Handlanger hat, müssen erst mit Erfahrungspunkten erkauft werden. Erfahrungspunkte erhält ein Handlanger, wenn er Agenten eliminiert oder sich an infamen Aktionen beteiligt. Zu Beginn des Spiels haben sie nur einen Handlanger. Mit steigendem Bekanntheitsgrad stehen ihnen bald weitere Handlanger zur Verfügung, die sie bei speziellen infamen Aktionen erhalten. Ihr Bekanntheitsgrad ist dabei natürlich besonders wichtig, denn Handlanger wollen nur für ein fieses Genie arbeiten, zu dem sie aufschauen können. Okay, habe ich jetzt zwar gar nicht gebraucht, aber danke. Ich wollte gucken, was bei den Computern los ist. Irgendwie sind hier viel zu wenig Leute. Ich schalte mal auf grün. Weil so viel zu tun in der Basis haben wir doch gar nicht. Was macht ihr denn alle so? Du bringst einen Koffer. Wo bringst du den Koffer hin, Junge? Willst du etwa durchbrennen? Oh, oder die laufen hier ganz hinten hin, um da den Sprengstoff zu holen. Also, ja, optimal sind diese riesigen Wege nicht. Aber na gut. Wir wollten hier noch unbedingt ein Verhördingens bauen. Aber der kostet 5000, das können wir knicken. Also wir müssen jetzt warten, bis genug Computer besetzt sind. Was ja hoffentlich bald der Fall ist. So, noch ein Stück nach da. Vier Leute. Komm schon, wir brauchen mehr. Nö, die machen immer irgendwas anderes. Stempeln ab. Nee. Okay, noch mehr. Hier muss wirklich alles besetzt sein. Hilft nichts. Müssen wir irgendwo... Ah, jetzt können wir endlich was sehen. Da. $4 und nur 3 Sicherheit. Da hätten wir 4. Und hier haben wir 9. Da schicken wir jetzt mal kurzfristig jedenfalls 10. Na, 10 sind zu viel. 8 Leute hin. Dann werden wir gleich noch weniger Leute hier an den Pulten haben. Aber jetzt wissen wir ja, was für ein Rechtssicherheitsrisiko da ist. Und ich glaube, ich schraube das mal auf einen noch runter und da noch einen mehr. Ja, das liebe Geld. Also es dauert noch eine ganze Ecke, bis wir einen opulenten Thronsaal haben und die super fallen schlechthin. Aber so ist das halt, wenn man versucht, langfristig zu planen und keine Ahnung vom Spiel hat. Zu viele Fehler. Und wir haben inzwischen nur noch 5 Goldbarren. Oh weia, also ein Goldbarren ist ungefähr $500 dann. So, ihr lauft jetzt los. Und kein neuer Ermittler. Was sagt die Minimap? Die Minimap solltet ihr wohl öfters mal benutzen.
Hier habe ich ein grünes Kreuz. Das wird wahrscheinlich das Depot sein. Depot ist leer. Warum laufen denn da alle Jungs rein? Okay, was haben wir noch auf der Minimap? Rosa-Punkte sind Zivilisten, also Touristen. Achtung, Goldreserven sinken. Ja, Goldreserven sinken, das ist vollkommen richtig. Nummer 2. Der blaue Punkt ist unser fieses Genie. Und da ist wieder ein Tourist. Ja, sehr gut. Rote Punkte werden wahrscheinlich Agenten sein. Sind die langsam angekommen? Auf dem Weg dahin, aber noch nicht da. Die sind ja auch komischerweise ins Depot gelaufen und nicht hier zu unserem Hubschrauberlandeplatz. Ach, die nehmen ein Boot. Auch nicht schlecht. Jo, alle Mann an Bord. Da kommt bald wieder Geld rein. Also ja, ich warte jetzt auf das Geld, um noch mehr Spinde zu kaufen. Die ganzen Sachen hier auch zu kaufen. Und ich warte ebenfalls darauf, dass endlich Ermittler kommen, die auch den Weg gehen, den ich so gedacht habe. Denn ich will ja schließlich lernen, wie das funktioniert. Oh, und wir können versuchen, jetzt den Raum abzureißen. Also, der Raum da. Abreißen. Ja. Der Raum wird jetzt zerstört. Oh. Also anscheinend wird er wirklich komplett zugemauert wie hier. Das heißt, man kann nicht nur Teile von einem Raum wieder zuschütten. Das ist ärgerlich. Oh, das gibt dafür noch irgendeine extra Option. Ja, ist wieder genauso, wie es vorher war. Sieht sogar besser aus als da drüben. Oh, und wir haben hier noch eine Windblasfalle. Die wollte ich hier irgendwo hinsetzen. Aber da wird sie nicht reinpassen wegen der Kamera. Nee. Also in den Kommentaren wurde jetzt schon recht häufig geschrieben, dass man doch die Windblasfallen benutzen könnte, um die Zivilisten rauszupusten. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll, denn die Zivilisten lösen die Fallen ja gar nicht... Oh, gar nicht erst aus. Und wir haben einen Ermittler, der mal wieder nicht zur Tür Nummer 3 gegangen ist. Na komm schon, du willst es doch auch. Das ist eine Einertür, da willst du gar nicht rein. Okay, du musst sterben. Kane. Wo ist Kane? Ich habe gerade doppelt drauf geklickt. Ah, da. Du läufst bitte ganz schnell dahin. Ja, Zweiertür kommst du nicht raus. Außer irgendeiner von unseren Leuten kommt da durch. Stopp, stopp, Pause, 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 Pause. Du dahin. Du bist jetzt eine Vierertür. Du bist auch eine Vierertür. Also, ja, das war eine sehr gute Idee mit der Tür da vorne. Hoffen wir mal, dass der Junge da nicht stirbt. Nee, gut. Also du bist jetzt wieder eine Einertür. Du bist wieder eine Einertür. Du solltest hier echt nicht reinlaufen. Eindringling wurde mit Schwächentag markiert. Achtung, Geldknappheit. Ja, Geldknappheit. Aber wir sind langsam schon bei 4000. Das heißt, einmal haben wir schon was bekommen. Keine feindlichen Agenten, sehr gut. Und ich will die Tür da wegbekommen. Kann man das irgendwie vielleicht als Gegenstand? Nee. Standardtür. Etagenbett. Nö. Schade, schade. Lautsprecher, da sind die Räume. Ich probiere mal die Kaserne da nochmal rüber zu setzen. Kaserne. Rechte Maustaste geht auch nicht. So, könnten wir es erweitern. Oh, rechte Maustaste gedrückt halten, geht auch nicht. Nee. Nö, komme ich jetzt nicht drauf. Also falls einer von euch weiß, wie das funktioniert, bitte, bitte sagen. Ich würde das hier echt gerne zuschütten. Und das Geld ist wieder weg. Ja, es müssen ein paar Sachen gekauft werden. Aber ich hätte irgendwie gedacht, dass das nach und nach trotzdem mehr wird. Gefangenenexekution wurde in Auftrag gegeben. Die werden mal exekutiert. Sonst brechen die noch irgendwann aus.